Permakulturfreunde, ich bin gerade in Whanganui, auf der Nordinsel an der Südostküste. Und genau, ich bin jetzt hier auf dem Grundstück von einem sehr ambitionierten jungen Mann, der vor 3 Jahren angefangen hat. Und es ist sehr spannend, was er in den 3 Jahren geschafft hat und wie seine Herangehensweise ist und was wir alles hier so beobachten können und daraus lernen können. Das ist die lange Einfahrt. Habe ihm schon gesagt, so hier kann er toll da Wein drauf wachsen lassen. Jetzt ist es gerade im Schatten, aber wir haben schon 5 Uhr nachmittags. Sonst, das sollte ausreichen hier in der Gegend. Sonst kann man noch Mini-Kiwis nehmen, aber ja, hier vielleicht auch irgendwie was, Spalier oder so. Hier das ist sein Haus. Das ist jetzt nicht mehr bunt angemalt. Wir sind gerade in dieser Cabin übernachtet, die er da gebaut hat, einfach damit er hier so ein paar Woofer hat und nicht allein mit der ganzen Arbeit ist. Und wir sehen hier einfach auch noch eine Menge Zeug rumstehen, was da noch alles, wie ich schon erfahren habe, doch abtransportiert werden soll in den Müll, was er hier so an Altlasten gefunden hat. Hier haben wir die Terrasse. Ja, hier hat er so ein paar San Pedros im Verkauf. Die sind in Neuseeland wohl echt heiß begehrt. Genau, und hier wird eben so ein Beet angelegt, da sind auch schon die ersten Seedlings eingepflanzt, da ein Apfelbaum oder so. Genau, und dann haben wir gerade so eine Übersicht. Da drüben haben wir dann die Hühner und ja, das sehen wir gleich noch. Und hier einfach hier vorne so eine Feuerstelle, da habe ich schon den ganzen Müll quasi mit rausgeholt und den also ich verbrenne keinen Müll an meiner Feuerstelle. Wenn ich Müll verbrennen würde, weil ich es müsste, wie zum Beispiel in Peru, dann würde ich das auch in einem Raketenofen machen, um es möglichst sauber zu verbrennen, aber nicht in so einem offenen Feuer. Ja, genau. Und dann sehen wir überall noch Bienenwaben. Ich gehe jetzt mal lang, werde nass. Also hier die Feuerstelle, aber das ist eigentlich auch cool, das mal zu zeigen. Das hier relativ oft zu sehen ist in Neuseeland. Diese schwarzen Schläuche mit diesen Sprinkleranlagen. Das habe ich jetzt schon an sehr vielen Orten gesehen und in Deutschland habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen. Damit wird einfach immer alles besprenkelt. Spart man sich halt die ganze Gießkernschlepperei. Genau, also hier die Feuerstelle, hier ist der Müll zumindest schon mal raus, Plastik und Aluminium und was da alles drin war. Und dann wird die jetzt hier nochmal richtig, nochmal ein bisschen Asche rausgeholt und dann richtig schön gemacht, so Kon-Tiki-mäßig. Ja, hier sehen wir ein paar Beehives. In Neuseeland haben die auch die Varroa-Milbe. Und ich habe ihm erzählt davon der Idee, die Bienen kleiner zu züchten, weil in Asien, wo die Varroa-Milbe herkommt, die eigentlich nur die Drohnen befällt und nicht die Weibchen. Und weil die halt eben kleiner sind und wenn wir die Bienen wieder kleiner züchten, wie sie früher waren, vor der Zucht, dann werden die auch nicht mehr Varroa-Milben befallen. Das ist zumindest das, was ich erfahren habe von einem anderen Imker. So, in diesem Rasenstück haben wir verschiedene kleine Apfelbäume. Die sehen alle in etwa so aus wie er hier. Da kann man zum Beispiel die Äpfel abmachen, die dran sind, um einfach zu sagen, ich muss jetzt noch keine Äpfel haben. Dafür steckt der Baum einfach mehr Energie ins Wachstum. Und dann habe ich in ein paar Jahren viel mehr Äpfel, wie wenn ich jetzt ein paar habe. Das wäre was, was man machen könnte. Aber vor allem sollte man die erstmal frei machen. Also teilweise viel von Convolvulus, was bei uns Ackerwinde ist, überwachsen. Ich habe da mal schon so ein bisschen was gemacht. Hier sehen wir wieder Beehive, die werden auch schon teilweise eingewachsen. Und genau hier sieht man schon ein bisschen vertrocknet, das war nicht Ackerwinde, sondern Trichterwinde. Ja, hier so ein bisschen Flex, da so ein bisschen Topinambur, denke ich. Pfirsichbaum, das ist typische an Obst, Pfirsich, Pflaumen, Äpfel. Den Baum habe ich noch nicht so richtig gesehen. Ja, was ich hier machen würde, ist, hier, das ist die Südseite, also quasi bei uns dann die Nordseite, wo die Sonne nicht herkommt. Hier würde ich eher einen Forest Garden machen, also vielleicht die Äpfelbäume noch rausnehmen und eher sowas wie Walnuss, Nussbäume, Haselnüsse oder einfach Pionierbäume. Wir müssen mal gucken, genau wie das Klima hier ist. Wir sind jetzt hier in Meeresnähe. Das heißt, hier haben wir gar keinen Frost. Was geht hier, wie heiß wird es im Sommer, können wir Avocados, Macadamia-Nüsse hier gut wachsen lassen, oder würde man hier doch eher auch noch sowas wie eine Linde pflanzen oder Haselnusssträucher oder so.
Aber ich denke mal, das geht hier schon klar. Der hat auch eine Cherimoya, daran kommen wir noch vorbei und die sollen wohl hier auch gedeihen. Von daher wäre das was. Ja, das sehen wir mal so. Bislang ist es noch relativ die Basics, ne? Pfirsich, Pflaume, Apfel. Was man eben so hat. Oh, ich weiß gar nicht, warum hier gesprenkelt werden muss. Ich glaube, die Bienen finden das auch nicht so cool und chillen jetzt im Ding drin. Ich laufe hier mal wieder durch. So, hier, Feijoas. Das sind eigentlich super Shelterbelts-Pflanzen, also für Hecken irgendwie, die so mittendrin zu pflanzen, als Unterpflanzung vielleicht noch, unter einem Apfelbaum oder größeren Baum kann man das machen, weil die werden nicht so hoch, so 3 Meter durchschnittlich vielleicht. Ja, hier sind die Nachbargrundstücke. Also die Bäume sind einfach, so habe ich bisher das Gefühl, werden einfach nur so gepflanzt überall so ein bisschen. Da hat der Nachbar so ein bisschen Bambus, aber nicht rüberkommt, Gott sei Dank. Hier ist ganz witzig, seine Methode, Mulchmaterial zu gewinnen. Er erntet halt irgendwie das ganze Gras ab und dann legt er diesen Teppich drauf. Und dann lässt das halt so abtrocknen und dann ist es halt Mulch. Das sieht eher nach geliefertem Mulch aus. Hier San Pedro. Hier hatte der die Hühner drin, jetzt hat er hier so Gemüsegarten, hat die Hühner verschoben. Der hat auch mal einen Chicken Tractor, also quasi ein Hühnerrasenmäher, also ein Käfig, den man halt immer weiter bewegt. Das habe ich ihm nämlich auch empfohlen, um einfach das Gras niedrig zu halten und ja, übersichtlich zu halten und dann halt andere Bodenbedeckerpflanzen hier reinzubringen. Ja, eigentlich geht es immer darum, möglichst das Gras loszuwerden. Also das, was die Pioniere erstmal gebracht haben, als sie nach Seeland gekommen sind, Gras. Und das ist halt jetzt die größte Pest. Naja, die Fehler der Erstbesiedler alle wieder gut machen. Hier mal wieder eine Feijoa. Rakeke, dieser Flex zum Weben und so. Das ist irgendeine Akazienart. Ich kenne mich mit Akazien noch nicht so aus, weil die in Deutschland nicht so vorkommen. Das ist eher was Australisches wahrscheinlich. Aber der soll so groß, wie er jetzt hier ist, also bum, 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 5 Meter maximal, so innerhalb von 3 Jahren gewachsen sein. Also super schnell wachsend, wirklich. So kann ich kaum glauben. Und ist echt voll mit Hülsen. Ich habe schon eine gekeimte auf dem Boden gefunden und gegessen und fand die gar nicht mal schlecht. Eigentlich sind die, glaube ich, immer giftig, so Akazien, aber gekeimt kann es schon was anderes sein. Bisher merke ich nichts, also kann in Ordnung sein. Isst man einfach das nächste Mal ein paar mehr. ja. Hier hat er veredelte Apfelbäume. Also, das finde ich jetzt sehr spannend, also weil ich mich mit Veredelungen noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, weil es bei mir nicht so geklappt hat, weil das Klima in Deutschland auch ein bisschen anders ist. Mit dem starken Frost und so, er hat das ja hier gar nicht. Das da ist sein Plant Material, also die Apfelbäume, von denen er den Wurzelstock nimmt. Schneidet er die dann ab und macht daraus Stecklinge und steckt die dann in die Erde. Und das macht er im Herbst. Und im Frühjahr veredelt der die dann. Also der macht kein Chipbudding wie die andere Baumschule, sondern hier sieht man es ganz gut. Na, der macht da einfach, klebt da so ein Ding drauf. Und heute haben wir das Plastik entfernt. Und genau, also im Frühling wird das dann veredelt und im Herbst dann das abgemacht und dann werden die umgepflanzt und Töpfe gepflanzt oder so. So sieht es aus. Und wir hatten aber erstmal eine ganze Schön hier zu tun, die von der Ackerwinde zu befreien und anderem Zeug und haben die jetzt wieder gemulcht. Genau, wie hier so ein bisschen. Also heute haben wir hier richtig gearbeitet. Ich weiß auch gar nicht, wie viel hier sonst immer passiert. Aber das sah vorher eher so vielleicht aus, aber es sah noch viel schlimmer aus. Also ich habe die Apfelbäume gar nicht gesehen. Aber hat das hier schon alles dicht gesetzt? Also Apfelbäume, die er vermehrt. Hier haben wir noch eine Guave mit Bäumen, die er wirklich wachsen lässt. Da drüben sehen wir hier noch, guck mal, ah, hier haben wir sogar eine Feige, ich habe die schon vermisst. Banane haben wir hier auch.
mittendrin wachsen, wo ich auch meinte, so, weil die macht der Wurzelausläufer eine Banane in der Baumschule. Er meinte einfach, ja, den wird Bock darauf, eine Banane hier zu haben. Also Avocado. Und hier haben wir Tamarillo, Baumtomate. Ja. Die hat er hier so wachsen. Ja. Pflaume. Ja, Pfirsich. Hier so Naschi-Birnen. Naschi-Birnen sind die geilsten. Ja, also hier so ein bisschen Baumschule verstreut. Mit Stecklingen und allem. Also alles so ein bisschen vielleicht chaotisch, aber so wie es halt auch gewachsen entstanden ist. Hier haben wir so Bohnen bei den Hühnern hängen. Und ja, hier wird auch einfach. Also es ist relativ abgegrast bei den Hühnern, deswegen habe ich ihm auch vorgeschlagen, diesen Chicken Tractor zu machen. Das muss man denen immer was da reinwerfen zum Kompostieren. Ja, gibt es hier noch was Spannendes? Also hier noch überall mehr Stecklinge. Ne? Also er hat halt schon gesagt, mit so Plastikplanen oder Teppichen wäre das teilweise leichter. Man muss sich halt nicht so oft immer da alles rausziehen, weil die haben schon echt nasty Gras hier. Also wirklich sehr aggressiv, nervendes Wiederwachsenes. Und das hier sollen Cherry Moyas sein. Also sie sind sehr der Indianerbanane ähnlich. Ich dachte erst, er hätte die. Die Blätter sind nur ein bisschen breiter. Aber es sieht Cherry Moya, da sieht man die Verwandtschaft sehr gut. Und hier wachsen auch so ein paar Bäumchen. Hier wahrscheinlich wohl wieder Topinambo, ist immer gut, immer eine Versorgungssicherheit und unproblematisch. Ja, so, gehen wir nochmal hier zurück. Das ist auch so ein Pfirsich, der aus dem Samen gewachsen ist. Die sind ziemlich weißfleischig, die Pfirsiche. Die haben jetzt auch nicht so ein tolles Aroma, aber ja, kann schon mal was richtig Cooles bei rumkommen. Auf jeden Fall sind sie oft einfach viel robuster wie die ganzen Veredelten. Genau, hier die Akazie und jetzt gehen wir mal da hoch. Also ich finde es schon toll, was dann so ein junger Mensch in 3 Jahren hier alles aufbaut. Also so einen ganzen Hühnerstall, so eine Cabin-Hütte, die ganzen Bienen, Wabenkörbe hier, und das sind ja auch gar nicht alle. Der hat Hunderte gebaut. Das war erst seine Idee, das Business. Ich leuchte mal hier rein, das soll jetzt Community Kitchen werden. Da seht ihr die ganzen Bienenkörbe, die er gebaut hat. Jetzt will er halt eher einen anderen Fokus setzen auf Gemeinschaftsgärten schaffen, viele Bäume vermehren und ja, einfach Leute supporten, die was anbauen wollen. Gehen hier mal rein. Ja, hier sieht man halt auch, ist lang nichts getan worden, hat sich auf andere Sachen fokussiert. Genau, hier sind Seedlings zum Auspflanzen. Das ist nochmal ein nee, sieht nicht aus wie Tamarillo. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Das da vorne ist nur Cherimoya dann. Ja, und hier kann man nur halt Cleaning up machen, ne? Soll wahrscheinlich Tomaten und Gurken mehr gewachsen sein, aber genau, das ist halt auch, dass ich gehört habe, dass er so ein bisschen, so wie ich, sich ganz viel vornimmt und dann vielleicht nicht alles schafft und eher Richtung Burnout geht. Und deswegen, na, zeige ich das halt auch, ne? Weil es halt auch interessant ist, wenn man sich halt viel vornimmt. Ich schätze mal jetzt, das sind hier auch so 1000 Quadratmeter, die er irgendwie hat. So wie bei mir eigentlich von der Größe her, denke ich. Ja, dass man sich da ziemlich verzetteln kann, ne? Die ganzen Bienenstöcke. Wie gesagt, die muss er dann halt auch behandeln, will das alles möglichst biologisch und gut machen. Hier aber nochmal eine Baumschule. Sieht man auch überall ganz viele Stecklinge, also er ist wirklich echt fleißig am Vermehren von Bäumen und alles, und dann geht aber so viel wieder unter, und ja, er vermehrt dann 100 Bäume, und dadurch, dass er sich dann nicht richtig um sie kümmert, dann sterben davon wieder 50 oder so, und er macht dann einfach 500 neue. Ja,
Genau, also deswegen ist es cool, wenn er jetzt hier so mehr Woofer hat und die sich dann helfen können, hier so ein bisschen seine Sachen in Gang zu halten. Er ist ein bisschen immer weiter mit neuen Projekten, als die alten angefangenen Sachen in Stand zu halten oder halt, ja. Genau, also hier seht ihr auch noch richtig viel Baumschule und hier auch alles Stecklinge, Wurzelstecklinge zur Veredelung oder teilweise veredelt, bin ich mir nicht so sicher. Und da hinten noch mehr. Und hier auch alles verschiedene Töpfe, die überwachsen sind mit Wildkräutern. Ja, da hinten haben wir nochmal irgendwie so eine Außentoilette. Noch kein Kompostklo. Ich habe ihm dann erstmal Kompostklo, effektive Mikroorganismen, Bokashi und all das von erzählt. Hier haben wir eben diese Reihe an Rootstocks schon mal befreit. Und jetzt hier so ein Mulchteppich geschaffen. Ja, jetzt habt ihr mal so einen Eindruck, was ein Mensch so in 3 Jahren alles aufbauen kann. Ich finde es schon sehr, ja, ich finde es echt beeindruckend. Auch wie man sich halt, ja, verzetteln kann. Aber muss ja auch gar nicht jetzt super ordentlich und perfekt alles aussehen. Es geht ja auch viel darum, einfach Erfahrungen zu machen. Und ja, muss das ja jetzt gar nicht als schlecht bewerten, sondern sehen, okay, die Erfahrungen sind gemacht und das sind alles Experimentierfelder, ne? Erfahrungsfelder und dann guckt man, was ist das, was hier gut funktioniert oder wo ich viel Freude bei empfinde und geht dann da einfach weiter rein. Ich habe mal hier so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so alles an Sachen sehe, die getan werden sollten oder könnten. Also halt einmal so, dass er halt das Ganze dokumentiert, Listen macht, Karten macht, was hier so abgeht, dass wenn er dann halt hier Fufa hat und so, dass die dann halt auch wissen, was hier los ist, weil die stehen erstmal hier vor diesem ganzen Chaos und wissen gar nicht, was das ist. Wenn man nicht Permakultur erfahren ist, dann sieht man, dann weiß man nicht, was ein Unkraut ist und was nicht und was irgendwie hier vielleicht zur Saatgutvergewinnung dient oder wofür das alles hier gut ist, ne? Also, dass das irgendwie ein bisschen klarer ist, was die einzelnen Flächen hier sind, also was in seinem Kopf abgeht, weil er weiß das ja für sich. Das halt auch zu so dokumentieren, um es halt irgendwie, dass es halt auch ein Lernraum werden kann für andere Menschen hier, die hier hinkommen, dass halt hier sowas wie ein Kurs oder so stattfinden kann oder einfach nur, dass halt Leute hinkommen und sofort das alles aufnehmen können, was hier an Lernprozessen, die hier stattgefunden haben, um halt von da zu starten und eben nicht so viel von neu anfangen zu müssen. Hier auch so eine Reihe an, ja, Experimentierfeld, Veredelungen oder verunglückte Bäume. Also ich mache lieber Stecklinge als Veredeln, weil es mit dem Veredeln nicht so gelungen ist, aber halt auch wie gesagt den Winter haben und es dann nur ein sehr kurzes Zeitfenster gibt für Veredelungen draußen. Und ja. Genau, das mache ich über Stecklinge. Die Bäume halten halt auch dann länger, sonst kann schon mal bei einem Spätfrost oder so die Veredelungsstelle abfrieren und dann hat man da nichts mehr von. Und wenn man Stecklinge macht, dann. Gott, ich hoffe, ich bin nicht ganz auf dem Mikro. Dann. Ja, dann ist der Baum einfach ein bisschen robuster, weil er auf seinen eigenen Wurzeln ist. So. Was habe ich hier noch so stehen? Ja, einfach hier, wie gesagt, Richtung, na gut, da weiß man nicht, wie weit man den dann beschatten kann. Also hier vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite kann man halt, wie gesagt, diesen Food Forest Shelter Belt machen, also mit höheren Bäumen und dann halt hier so langsam runter und halt Gemüsegärten und so weiter. Auch würde ich halt einfach noch ein bisschen mehr an verschiedenen Pflanzen sammeln, die halt gehen. Also vielleicht geht ja hier auch die Macadamia-Nuss, könnte hier klar gehen, habe ich schon gehört, glaube ich, dass es in der Nähe sowas gibt. Und dann verschiedene Obstsachen. Also ist ja Wahnsinn, was es für eine Vielfalt gibt. Und vor allem habe ich halt aufgeschrieben, mehr Loquats anbauen, weil diese Loquats halt einfach super genial sind, da die im Herbst blühen und im Frühling fruchten. Also für die ganzen Bienen hier toll, dass die im Herbst halt noch was haben und für dich als Mensch toll, dass du im Frühjahr schon Früchte hast. Ja, und dann einfach Pappe sammeln und um die Bäume, die ihr gesehen habt, drumherum legen als Mulchmaterial. Also hier zum Beispiel, damit die nicht so überwachsen werden und
quasi die Wurzeln richtig gefüttert werden. Da kann man auch noch Mulch drauf schmeißen. Und damit die halt alle gut durchkommen, und das ist dann auch für andere Leute klarer, dass hier ist eine Anpflanzung, das hier ist kein Unkraut, das soll ein Baum sein. Ja, das ist es so ein bisschen, halt die Komposttoilette, Biokohle machen. Und genau, dann läuft das Ganze, glaube ich, ziemlich gut, und es wird eine ziemliche Inspiration für die Menschen hier aus dem Ort. Denn wenn man sich das halt hier alles im Ort anschaut, dann sieht man die ganzen Rasengärten, die einfach nur aus Rasen bestehen und sonst eigentlich nichts. Und dann noch lieber so als kurz gepflegten Rasen. Das ist immerhin nie was für Bienen, Schmetterlinge. Also ich habe hier echt große Insektenvielfalt gesehen. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal eine Gottesanbeterin auf der Hand. Ja. Und genau, hier diesen Mulchbaum. Davon kann man ruhig noch ein paar pflanzen, einfach damit man richtig viel Material hat zum Mulchen oder auch zum Verbrennen oder zum Bohnen anbinden oder sonst was. Ja, und dann kann sich das halt ein bisschen ausbreiten, ne? Wenn das ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen mehr quasi im Design gehalten wird, in Muster und Spiralen geht oder so, dann kann das halt auch noch mehr Leute ansprechen, und wenn sie die Übersicht haben und, wie gesagt, Feuerplatz, wenn der gut aussieht, dann so eine Sammelstelle ist und Sinkplatz ist. Vielleicht kann man auch noch, was ich halt immer vermisse hier in Neuseeland in Gärten, sind Teiche. Das gibt es hier einfach so gut wie gar nicht. Also noch irgendwie einen Teich irgendwo anlegen, ob jetzt da drüben oder in der Nähe der Feuerstelle, dann hat man immer gleich was zum Löschen auch. Also das wäre eigentlich schon, finde ich, cool, hier noch einen Teich anzulegen. Vor allem, da gibt es ja noch eigentlich jetzt hier nichts. Also eigentlich eine super, super coole Stelle hier. Ich werde das noch gleich aufschreiben und sagen. Ja, und dann ist das, glaube ich, läuft das hier ziemlich gut. So, das war's von mir. Viel Freude und Erfolg mit euren Planungen zu Hause und euren Waldgärten und Selbstversorgung und Living off the Land. Bis dann. Ciao.